Salam alaikum und willkommen zurück bei Let's Play von GT7, und das ist eigentlich nur so, ne? Also, ja. Ich habe nur einen Sportwagen von Ferrari, ne? 308 GTP 1975, aber der ist so schwach, ganz ehrlich, aber sowas. Was ist eigentlich, was mir aufgefallen ist, weil da so viel. Aber wer 408 50 Italia hat, ne, das dann, weil ja, dann finde ich das verdammt unfair, aber ich will da trotzdem starten, ja. Egal, mal sehen, was er drauf hat, ey. Ob er gut ist oder nicht. Brummt er immer. Oh nee, das ist zu schwach. Oh nee, das ist zu schwach. Zu schwach. Ich schwör's, das ist zu schwach. Alles andere haben schnelleren Wagen. Naja, das ist ja richtig unfair. Aber egal, ich habe genug Geld. Und dann will ich mir hier einen super Sportwagen kaufen. Und zwar, warte Gott, wo ist das genau? Genau das, ne? Ich würde mal gerne den neuen Ferrari kaufen für 330.000 Kredit. Und zwar hier, warte mal kurz. Okay. Dann kann ich mir hier kaufen. Das ist schon okay. F8. Herzliches Willkommen, F8 Typ Budo. Hola, chica. Ich meine, bei die Johnny. Auf Italienisch bedeutet Tomate. So, jetzt habe ich. So habe ich mir einen super Sportwagen F8 Tripoto gekauft. Tripoto, ne Nauto, ne Boruto. Naja, was soll's. Also gut. Ja, dann starten mal das. Aber danke für die Tipps, ne? Aber ich weiß nicht, ob er wirklich gut ist, ne? Aber auf jeden Fall hat er gut drauf oder so. Ich werde alles überholen. Alter, das ist echt schwer. Guck mal, der Dino, Alter. Geh mal weg. Dino ist schlecht. Ach, das. Denn ich, ja, den ich schon gefahren bin, aber der ist ultra schlecht. Also sorry, ne? Also ganz ehrlich. Komm mal her, aber naja. Oh Junge. What? Der ist aber hart, der rutscht so heftig, ne? Also. Schön überholt. Das war richtig schön.
Tschüss. Sehr schlecht, also das ist der Vorgänger von Italia oder so. Der ist aber schnell. Man macht ja keinen Kopf. Und tschüss. Boah, sehr schön gemacht, F8. Oh oh. Das wäre schief gegangen. Oh Mann. Weil ich es so spät erkannt habe, verdammt. Italiener, ey. Ach du Scheiße.
Oh Mann, das war schlecht. Oh Mann, war nicht gut. Habe ich gerade gemerkt. Alter. Ich komme nicht mehr klar, ey. Das ist ja unfair. Das ist echt schwierig, jetzt zu überholen. Jetzt aber. Boah, geschafft. Boah, Dame, geschafft. Ich habe den Ferrari FF überholt. Das ist ja super, ne? Also. Oh Mann, ey. Endlich mal. Boah, endlich mal. Also, ich finde eigentlich das so gut, ne? Aber sein Reifen ist sportlich so, aber da kann ein bisschen rutschen oder so, aber es ist halt nicht so. Da kann er auch ausschwenken, ne? Aber sei bloß vorsichtig bei der Fahrt, ne? Da würde ich erstmal hier anfangen. Das wäre richtig gut. Ja, das wäre, also ganz ehrlich, hochinteressant, ne? Aber. Nein, nicht das. Zum Quatsch, nein. So, was soll ich denn tun? Entweder das oder. Oh, der hat mehrere. Der hat mehrere Leistungen, okay. Mal sehen, was der drauf hat, ne? Also Ferrari FF. Aber der ist ein bisschen. Aber der ist ein bisschen stärker. Moment mal. Der ist aber richtig gut. Schon viel besser als erwartet.
denn entsprechen. Oh oh, nein, 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 nein. Der ist aus der Straße hinausgefahren. Aber guck mal, der ist so langsam, ich schwöre. Jetzt kann ich eng.
gar nicht gut. Nee, ich muss. Ganz ehrlich. Guck mal, der, ey, Alter. Alter Schwede, ey. Ich komme mir doch nicht mehr klar, ey. Also. Der ist noch. Oh Mann. Welcher Wagen nimmt denn doch eigentlich denn? Der noch schneller fährt und so. Nur. Und noch mehr sportlicher als ich hat, Alter. Ist meine Entschuldigung. Oh mein Gott. Hey, was war das denn? Was war das denn für seine Lenkung? Der ist absolut schlecht, ey, ich schwöre. Oh Mann, ich glaube, ich schaffe das nicht. Mann, ey, kann auch nicht sein, Mensch. Scheiße. Nee, absolut schlecht, ich schwöre. Das ist absolut schlecht, ey. Warum das denn auf einmal, Mensch? Jetzt pass auf. Verstehe das nicht. Nee, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr, wirklich. Ich glaube F12 oder so ist richtig schlecht, ich schwöre. Bellinetta, genau. Boah, der ist absolut schlecht. Absolut schlecht. Ganz einfach. Ich kann nichts mehr machen, ne? Also ganz ehrlich. Das ist auch meiner Meinung nach. Den habe ich schon. Ey, den habe ich schon. Also, aber egal. Wie viel Leichter hat der da eigentlich? Naja.
Aber egal, ich probiere in, wie bin ich noch? Ich meine, scheiße nochmal. Ah, na gut, ich mache das so für ihn, einem Upgrade oder so. Vielleicht ist er noch besser als vorher oder so. Boah, so viel. Boah, auch so viel. Oh Mann, also. Nope, ich kann nichts mehr machen. Ja, weil seine Leistungspunkte überschreitet wurde, aber ich sage mal so, aber ich versuch's mal mit dem F8 Tributo umzugehen. Ich versuch's mal eben. Der ist ein bisschen stabiler als das oder so. Boah, der ist ein bisschen stabiler oder so, ganz ehrlich. Was? Ah, jetzt habe ich das gemerkt. Also, F8 ist noch stabiler als der. Aua, das tut schon weh. Oh oh. Ach, jetzt habe ich das gemerkt, ne? Also seine Bremse ist sehr stark, ne? Ist sehr stark geworden, wirklich.
Komm schon, komm schon. Sieh durch, Mann. F8. Der. Oh, endlich. Endlich mal. Erster Platz. Ah, schon viel besser. Okay. Boah, ich streife nur ein bisschen so, aber hätte ich auf gar keinen Fall. Würde ich auf gar keinen Fall herunterschalten, ne? Weil sonst trifft dann entscheidet sowieso, ne? Also ganz ehrlich. Die letzte Runde. Thank you.
Ah, da ist einen, okay. Da ist einer, ne? Erster. Naja, das ist jetzt weiß ich schon, ne? Weil der F8 so breiter ist als der F12 Berliner, ne? Dementsprechend beschleunigt er ein kleines bisschen flitzerer als er. Aber naja, was soll's. Also als der andere. Und dann nur noch das letzte. Komm schon, nur noch das letzte und dann bin ich fertig, ne? Und dann bin ich ja sowieso fertig. Boah, okay. Ich werde alles überholen, das ist sehr, sehr easy. Mit F8. Ja. Hey, Moment mal. Ah. Oh, oh. Ich kenne mich auswendig. Sowieso, also. Aua. Boah, Junge. Ich rutsch ab und so. Oha. Ah, dieser Ferrari, ey. Italia. Ah, wir waren rückwärts, glaube ich, oder? Ah, nee, das ist was anderes. Ich dachte. Mann, ich dachte, die Strecke. Oh, ich kann nicht überholen, weil jetzt aber. Nein! Oh nein, ey, was habe ich denn gemacht? Komm schon.
Du schaffst das, F8. Weil du immer wieder am stärksten bist, ja. Weil ich das gemerkt habe, diese Lenkung ist sehr stark. Die Lenkung ist stark und gar nicht gut. Ich habe zu spät gebremst. Scheiße. Aber egal. F8 gegen 458 Italia. Wer zuerst gewinnt, ich oder er? Da bin mal gespannt, was er drauf hat oder so. Scheiße. Ah, jetzt kommt die letzte Runde. Aber bitte bau keinen Unfall mehr, ja? Ich muss siegen, ja?
Oh, fuck. Super! Sehr schön gemacht, F8! Tripoto! Beide Johnny! Beide Johnny! So, jetzt bekomme ich eine Ferrari! F558 Italia! Na Quatsch, 458 Italia! Und das ist richtig so, so richtiger Ferrari! Und naja. Was soll's? Nichtsdestotrotz, das war's für die Aufgabe, ne? Und dann gehe ich ins Café und mal sehen. Guck mal hier, ich habe alle drei gesammelt, ne? Eine davon habe ich schon bereits vorher bekommen, ne? Und dann, da musste er seine Geschichte von Ferrari erzählen, ne? Ja. Echt top. Es ist sehr aufregend, wenn man bei einem Ferrari Hand anlegen kann. Dieser 308 GTB aus den 1970ern war der erste Zweisitzer des Unternehmens mit V8 Mittelmotor. Einer seiner Nachfolger ist der 458 Italia, der nicht zuletzt wegen seines V8 Motors sehr beliebt ist. Ferrari ist für die Nutzung von V12 Motoren in ihren Spitzenautos bekannt. Sie haben bestimmt gehört, wie der F12 Berlinetta rührt. Er klingt genau wie ein Rennwagen von Ferrari. Enzo Ferrari, der Gründer von Ferrari, war in seiner Jugend Rennfahrer. Er hat bewiesen, dass er auch in der Lage ist, ein Rennteam zu leiten. Im Jahr 1947 hat er seine eigene Autofirma gegründet und nach sich selbst benannt. Ferrari hat an der Formel 1 teilgenommen. Seit die Meisterschaft im Jahr 1950 ins Leben gerufen wurde. Kein anderer Autohersteller hat das geschafft. Ferrari konzentriert sich auf Formel 1 Autos, Rennwagen und Sportwagen mit extrem hoher Leistung. Genauso wie Lamborghini. Sie werden nur in geringer Stückzahl produzieren und sind bei weitem nicht günstig und deshalb auch so besonders. Aber sehr teuer. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was ich ja gesehen habe, ne? Also es handelt sich um Letmans 1967 oder 69 war das. In dem Ford gegen Ferrari besiegt hatte, ne? Auf dieser Rennstrecke von Letmans 24H oder so. Ich weiß es nicht, aber drei Teams war dabei und was sehe ich da eigentlich? Oha! Welt-GT! Ach du Scheiße! Oh, ach du Scheiße, jetzt kommt! Meisterschaft! Welt-GT-Serie! Ach du Scheiße! Also gut, euch hat mein Video gefallen und ich würde mal sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. What? Und du kleiner Sohn, du kleiner Sohn, ich schwöre es dir auf Gott.